Wir nähern uns mit großen Schritten dem Let's Play Episodenrekord und damit herzlich willkommen zum 9. Teil zum Let's Play The Darkness 2. Und die beiden Tentakel werden ungeduldig. Wir sollen nämlich schnell nach Hause laufen und Tante Sarah retten. Jackie ist gerade Schlimmes passiert. Er wurde überfallen von der Brimstone Society und die, oder Brimstone Club, wie die hier heißen. Und die wollen alle umbringen, die ihm lieb und teuer sind, die noch nicht eh schon tot sind. Daniel, was sagst du dazu? Ich bin total erschüttert. Wie konnte es nur so weit kommen? Ich finde, man hört, wie erschüttert ich bin an meiner Stimmlage. Shut up! Ja, wo er recht hat, hat er recht. Danke, Darkness. Ich hätte es nicht besser sagen können. Aber guck mal, ich kann jetzt hier den Darkling auf den schmeißen. Wie heißt der Darkling eigentlich? Mir wird der Darkling zunehmend sympathisch. Wir könnten ihm den dritten noch übrigen Namen eines deutschstämmigen James-Bond-Bösewichts geben. Wir haben ja die... Beißer. Die Nähe. Wir haben ja die Arme links schon Gerd Fröbe und rechts Klaus-Maria Brandauer schon genannt, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob Klaus-Maria Brandauer deutschstämmig ist. Ich meine, er ist Schweizer, aber da bleibt natürlich noch einer. Und wer ist das? Den kennt sie ja wahrscheinlich da draußen gar nicht mehr. Es ist der deutsche Schauspieler Kurt Jürgens. Ja. Viele kennen den nur Kurt deswegen, Jürgens, weil er... los! Das hat nicht funktioniert. Mist. Kurt Jürgens hat unter anderem auch Lieder wie Griechischer Wein geschrieben. Hä, das ist doch Udo Jürgens. Das war natürlich auch nur ein Scherz, die du mir jetzt verdorben hast. Eigentlich habe ich darauf gehofft, dass einer von unseren apropos findigen YouTube-Zuschauern den Fehler findet. Kurt Jürgens hat aber, glaube ich, auch gesungen. Mir fällt nur gerade nicht ein, was. Geschlitzt. Wo ist denn der Darkling? Kurt Jürgens? Das ist nicht der Darkling. Das war so ein halber Typ. Ich verwechsel ja Kurt Jürgens immer so ein bisschen mit Hans Albers, den da draußen wahrscheinlich auch keiner mehr kennt. Ist hier was drin? Ach, guck, da sind die drin. Praktisch. Hüpf. Wo ist denn der Darkling hin? Wie heißt er? Da sitzt er doch. Wie heißt er? Kurt Jürgens. Kurt Jürgens, komm her. Kurt Jürgens, Flieg und Sieg! War das Sailor Moon? Habe ich gerade Sailor Moon zitiert? Oh Gott. Das kenne ich dann nämlich schon wieder nicht mehr. Ja, Gott, das ist so ein Anime-Dings da, nicht wahr? Richtig. Ja. Ah. Sprint, Sprint, Sprint. Oh Gott! Sag mal, die hatten aber auch ganz schön Zeit, hier überall Lampen aufzustellen, oder? Au! Das hat Schweine wehgetan. Vielleicht sind die gesponsert von Osram. Der ist gesponsert von... weiß ich gar nicht. Der ist. Und welcher Fußballtrainer Spike hat den Spitznamen Osram? Irgendeine Lichtgestalt? Nee, eher jemand, der immer eine ziemliche Birne aufhat. Na? Ich hab keine Ahnung von Fußball. Jupp Heynckes. Das hat man doch neulich schon geklärt. Der derzeitige Trainer des FC Bayern München. Muss man sagen, dass so ein Dach halt echt ein dankbarer Schauplatz ist, um gegen solche Leute zu kämpfen. Hier liegt lauter böses Wurfzeug rum. Jetzt haben wir auch wieder eine Cobra. Und was ist hier? Ein Sturmgewehr. HKUMP. Könntest du theoretisch auch zwei Cobras parallel führen? Es geht schon. Also es müssen nicht identische Waffen sein. Es sind immer zwei Pistolen und ein Gewehr. Ah ja, aber welche Pistolen und in welcher Kombination das ist, ist egal. Ich kann auch eine Pistole und eine Uzi nehmen, oder geht ja, das nicht? Geht das auch. Geht auch. Ich komme mir ein bisschen, ich finde dieses Dual-Wielding, wie das ja heißt, also zwei Sachen gleichzeitig nehmen, finde ich ein bisschen schwierig, weil, und du kannst da nicht mehr zielen, also du kannst ja dann nur so, ach Mist, muss ich hier mal erstmal hier das Herz essen, sonst falle ich nämlich gleich um. Finsterlingshilfe. Die Geschichte mit wie viele Waffen kann ich eigentlich mitnehmen, die macht das kommende Max Payne 3 ja ganz toll, finde ich. Nämlich, wenn man zum Beispiel eine Schrotflinte dabei hat und zwei Pistolen in den Halftern und man will die Schrotflinte nutzen, dann kann man nur noch eine Pistole verwenden und Max hat die Schrotflinte dann in der anderen Hand. Will ich jetzt beide Pistolen benutzen, also Dual Wielding, dann lässt Max die Schrotflinte fallen. Übrigens, gern gemachter Versprecher, bei dem man sich ganz schön lächerlich macht, das heißt nicht Dual Wielding. Wielding. Und auch nicht Dual Welding, weil das ist, was talentierte Schweißer in Werften machen. So, schnabulieren. Also ich finde, mit ein bisschen Übung geht das ganz schön in Fleisch und Blut über, sagte er und starb. Jetzt können wir hier noch diesen Schwarm machen. Und... ach, du liebe Zeit. Rübe ab. Köpfer. Und 10 Pistolenmunition. Und scheinbar ist Pistolenmunition für alles verwendbar. Also die feuern hier in dem Cold Government mit den gleichen Patronen wie in der Cobra. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Ach, da sind unsere Jungs. Guck an. Eine verrückte Welt. Na jetzt aber. Ich komme ein bisschen durcheinander mit diesen ganzen italienischen Namen inzwischen. Wer ist denn Sergio Vallucci jetzt? Haben wir den schon mal getroffen? Bestimmt.
Ich hab mir seine Visitenkarte nicht geben lassen. There was this priest that used to come around the orphanage, Father Alonso. Yeah, 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 I know what you're thinking, and it ain't that kind of story. Anyway, must have been about 1,000 years old or something, real fire and brimstone type of guy. Used to tell us kids that hell wasn't some bullshit story they made up to keep us in line. It was fucking real. A fucked up place, where all the deadbeats, hookers, dealers, and junkies all ended up. And if we weren't careful, that's exactly where we were gonna go. Die ganzen Rocker und Zocker. Amboss. Wer erinnert sich noch an den zweiten Otto-Film? Auf die Knie. Das war der Spruch von Amboss. Wer das nicht kennt, kann das verlinkte Video angucken. Aber nett, wie der sich da so, wie so ein Koala-Bär. Ja, das ist ja sehr putzig. Ach, Kurt Jürgens, was wären wir denn ohne dich? Guck mal, jetzt haben die auch tragbare Scheinwerfer. Siehst du, das Level haben wir komplett vergessen. Wir haben schon die mit dem... Die Parkgarage. Ja, Tiefgarage ist ganz wichtig. Wenn euch als Level-Designer mal nichts einfällt, schlagt euren Vorgesetzten vor, wir machen eine Tiefgarage. Oder einen Abwasserkanal. Oder eine Wolkenkratzerbaustelle. Ach, und das sind die wieder Scheinwerfer mit Gitter. Und wie wir in der Videospiel-Enzyklopädie gelernt haben, wenn da Gitter davor ist, das unzerstörbar. Das ist ungefähr so, wie wenn das A-Team für irgendwas Wellblech verwendet. Dann kann man das auch nicht zerstören. Okay. Ich glaube, man kann sein Haus sehr viel billiger kugelsicher machen, als uns irgendwelche Sicherheitsfirmen weiß machen wollen. Natürlich. Du musst halt immer das A-Team rufen und da muss man die halt aushalten. Das meinst du, die sind noch im Einsatz eigentlich? Sind die nicht natürlich auch schon ganz schön alt? Gab es denn jemals ein Finale vom A-Team, wo die irgendwie gefangen genommen worden sind und gesagt haben, nö, jetzt reicht's? Das kann Kai uns sagen, glaube ich. Den werden wir konsultieren und euch in einer der nächsten Folgen Bescheid sagen. Guck mal, ist hier die Alarmanlage an? Ah, irgendwer schießt. Wer schießt? Er hier? Darkling. Und der hüpft. So, ach, das klappt immer nicht. Ich frage mich, ob so Spieleentwicklerfirmen irgendwann aufgegeben haben, noch auf besonders originelle Schauplatzideen zu kommen. Das hatten wir schon, Bordell, gut, das hat man normalerweise nicht so oft. Aber Tiefgarage gibt es wirklich in jedem Spiel mit urbanem Setting. Das wissen die Designer von so Spielen doch auch. Sagen die dann, gut, dann Tiefgarage macht Sinn, machen wir auf jeden Fall. Oder sagen die, ach nee, müssen wir Tiefgarage machen, weil was anderes haben wir nicht. Schwierig. Wer weiß das schon. Ich mag eine Tiefgarage auf jeden Fall lieber als jeden Abwasserkanal der Welt. Ja, zumal Abwasserkanäle auch in Fantasy-Settings vorkommen und in Science-Fiction-Settings. Tiefgaragen halt eher selten, weil... schwierig. Wie komme ich jetzt da dran vorbei? Ohne, jetzt komme ich hier nicht drüber, ohne dass immer die Darkness weggeht und die mich dann platt machen, weil ich glaube, ich laufe da jetzt ganz flink dran vorbei, war das gar nicht so schlimm. Du mach doch nicht immer gleich so Drama um alles. Das geht doch das irgendwie. Licht, ich will's. Ganz schön fies. Jackie kriegt's ganz schön drauf, oder? In dem Spiel. Licht minus 1. Was ist jetzt? Es steht da in Zeitlupe auf. Oder wie, oder was? Was sind das? Au. Es gibt keine Fähigkeiten, die man mit beiden Armen zugleich macht, oder? Also noch jetzt nicht. Ah ja. Gut, das. Ich muss mal diesen einen Move, den ich vorher gekauft habe, hinbekommen. Diesen erst Uppercut und dann auf den Boden schleudern. Also erst so und dann so. Aber irgendwie ergibt sich das nie so recht. Ich immer so hektisch bin. Dual Wheel ist blöd. Da kann man nicht richtig zielen. Oh, das ist sowieso hier erstmal Sense. Was ist mit ihm denn? Da hast du gesehen, jetzt hast du geklappt, Bodenschmetterer. Ja. Aber natürlich, wenn man den zerschmettert, ist da auch kein Herz mehr über. Was sind denn das für Gegner, die so von innen raus leuchten? Die sind aus Prototype, haben die das ist Schurkenaustausch. Ach, ich dachte aus Gears of War 3. Ist das sein Arm? Ja, das ist jedenfalls keine geile Wurfwaffe. Das Problem ist jetzt halt auch, ich brauche jetzt eigentlich irgendwie eine Waffe, weil da hier abgesägte Shotgun. Top! Die Watte quillt. Brauchen wir wieder eine Tür.
Ja, wo ist die denn jetzt hin? Was war denn das? Um Himmels Willen. Jetzt geht's aber ganz schön dahin. Halte die vom Licht fern. Ja, was habe ich denn noch? Ach, da ist auch Munition drin, hervorragend. Make my day. Das ist Dirty Harry, oder? Oder was sagt Dirty Harry? Das ist Dirty Harry, ja. Ist übrigens nicht von Duke Nukem. Ganz viele Leute glauben, Duke Nukem hätte diese ganzen Sprüche erfunden. Das stimmt gar nicht. Ich habe noch nie einen Dirty Harry-Film gesehen. Du? Oh, guck mal, da ist ein Igel. Ah, ich will aber die Desert Eagle behalten. So. So. Jo. Wo geht's lang? Da rein. Huch, wer ist das? Ach, das ist hier... Dolfo. Dolfo, natürlich. Der mit den Tauben. Ach, ist das der? Oh. Mhm. Er liegt natürlich praktischerweise auch auf dem roten Teppich, da sieht man das auch gar nicht, ob er so voll geblutet ist. Vinny! Oh oh. Der Mann versteht Spaß. Ich habe schon wieder Angst, wenn es heißt Panic Room und so, dann wird die bestimmt wieder so erschossen wie Penny, sag ich schon, wie Jenny im ersten Teil. Ach, dass man durch eine Glasscheibe zugucken und ja, man kann nichts tun. Hoffentlich nicht. Das wäre ein bisschen fantasielos von den Entwicklern, oder? HKUMP, ich glaube, die gefällt mir. Was habe ich jetzt hier noch? Und habe ich jetzt wieder seit Eagle weggeschmissen? Ich bin ja vielleicht ein Schlamper. Nimm dir doch mal so ein Bier mit. Warte mal, Desert Eagle. Stadt genau so. Das sind übrigens, ich habe übrigens gelogen. Guck mal, das ist doch unterschiedliche Munition. Oh, hier. Ja. Johnny, talk to me. What am I up against here? The seal on the envelope you found on Swifty? It belongs to the Brotherhood. The who? They were the original keepers of the darkness, Jackie. The Brotherhood is the holy fucking grail of secret societies. Oops. They're led by a guy named Victor, high priest, royalty to them. He's not a good person, understand? Yeah, I met that asshole. He came after me with some kind of thing. It was sucking the darkness out of me. There's only one thing that can do that. The siphon of the Angelus. Jesus, I thought that thing was lost for good. Hoped it was lost for good. What the fuck is it? It's the device the Brotherhood used to cage the darkness. It's an instrument of light. It was made thousands of years ago. Some say it was forged by the Angelus itself. It's the only thing that can contain dark essence. Well, besides you. It's powerful, Jackie, and dangerous. If they found it, that's bad. Really bad. If the Brotherhood gets a hold of the darkness, who knows? But I'm sure it's not good. All right, I get the picture. Look, stay put. I'm gonna put these fucks out of their misery. Aber hast du mitbekommen? Die Darkness hat vorhin gesagt, Jennys Seele für den Gral. Das ist wieder ein Tauschhandel. Die Darkness will wahrscheinlich am Schluss, dass wir diesen Gral kaputt machen, dass sie niemals jemand aufhalten kann und dann will sie uns Jennys Seele dafür geben. Aber was soll Jackie denn mit Jennys Seele und in welcher Form denn? Nein, dass sie nicht irgendwie in ewiger Verdammnis oder sowas leiden, dass sie halt quasi erlöst wird. Ah. Hängt also davon ab, wie gläubig Jackie ist. Richtig. Jackie! Holy Christ, am I glad to see you. We never saw these guys coming. They got into the damn kitchen. Who the fuck are these guys? They don't look like nobody I ever seen before. Jackie, we gotta get you up to your Aunt Sarah. And hey, watch yourself out there. You too, Vinny. You be careful. Get Rogue One, come on. Let's do this.
Ja, let's do this, sagen sie. Wir würden aber sagen, wir machen jetzt hier nochmal eine Pause und zeigen dann im 10. Teil Let's Play The Darkness 2, wie wir Tante Sarah retten, alle Bösewichte kaputt machen und den Weltfrieden alles in einem Handstreich wiederherstellen. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Teil. Tschüss! Es wird so toll. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Adios.